Hallo zusammen, willkommen bei mir auf dem Kanal. Ich nehme euch mit auf die Tour, wenn ihr wollt wissen, wie viel Wasser wir hier sehen. Dann kommen wir mit und sind dabei. Ich stehe jetzt hier gerade beim Bahnhof. Ich finde keinerlei Tafeln mit diesen Nummern oder Hinweisen, wo Wanderwege bzw. Wandertafeln stehen. Jetzt habe ich dort müssen zur Hilfe nehmen. Jetzt gehen wir mal auf die Strasse, gehen runter zu dem Gewässer. Und dann schauen wir mal, ob ich dort unten eine Tafel finde. Da oben ist nichts ausgeschildert. Das finde ich schlecht. Heisst, jetzt geht es zuallererst mal über den Fußgängerstreifen. Ja, wenn jetzt eine grosse Übersichtstafel mit einem Haufen Nummern. Also zwei Nummern. Es wäre wünschenswert, das auf der anderen Seite des Bahnhofs zu haben, weil man hier nämlich irgendwie unten durchlaufen kann. Ja, nichtsdestotrotz geht es dann jetzt hier los. Führen zu dem Gewässer, wo ich schon von der Wandertafel gesehen habe. So, stehe ich jetzt hier auf der anderen Seite. Von wegen vielen Nummern habe ich wahrscheinlich das in Erinnerung gehabt, weil ich hier ja auch schon Routen gefahren bin. Die blende ich hier unten ein, die Routen, die ich hier schon gefahren bin. Die stehen hier hinten drauf. Direkt unter der Wandertafel. Solothurn. Wo es auch schon losgeht. Also, schauen wir mal. Ja, das war das genannte Gewässer. Und da entlang geht es jetzt im Moment. Jojo, also. Dann gibt es noch gerade zu erwähnen am Anfang vom Film. Wenn ihr nichts seht, fahrt ihr geradeaus. Ja, Pünktle. Der Rest muss man sich selber denken. Oder nachschauen irgendwie irgendwo. Da gehen andere, die gehen andere Routen. Links, ja, meine ist hier, die geht hier geradeaus. Hier hat es eine Tafel gehabt für in die Richtung. Wunderbar. Irgendwie fehlt hier eine Signalisierung. Ah, hier aber jetzt. Eisle, wo man nicht sicher ist, durch den Kreis ist. Fahrt man einfach mal rings um, dass man eine Tafel sieht. Wenn man keine sieht, ja eben, ja, Pünktli. He? Das ist jetzt interessant hier. Am Bahnhof habt ihr auch eine Möglichkeit gehabt, zum Einkaufen. Hier gibt es auch wieder einen Laden, wo man dran vorbeifährt, wo man einkaufen kann. Da hole ich mir jetzt schnell etwas Kleines. Bis jetzt hat es immer schön separate Velo-Fahrstreifen gehabt. Und das finde ich gut. Hier schmeckt es nach Gras. Nach frisch geschnittenem Gras. jawohl, da trennt sich jetzt. Hier wieder von einer anderen Nummer. Wir waren jetzt 44 rechts gegangen. Und dann fahren wir auch wieder ins Gewässer. Wandertafel. Derendingen Emme. Befinden wir uns woanders an einem Gewässer. Und hier geht es jetzt gerade rechts hinten. So, schöne Route bis jetzt, interessant. Vorne ist auch eine Velotafel, die sagt, ich soll hier rechts hinten fahren. Hier ist aber ein Baustellenzeichen und auf der App habe ich nachgeschaut, ist weiterhin ein Fahrverbot, wahrscheinlich aufgrund der Baustelle. Nur ist hier vorne keine Signalisierung für eine Umleitung, obwohl es auf der App eine gibt. Jetzt fahre ich mal hinten und dann sehen wir weiter. Ja, und anscheinend soll die Baustelle und die Umleitung bis im September sein. Da kommen Auto und Velo entgegen. Da ist nichts und breit, nichts weit und breit von einer Baustelle im Moment zu sehen. Und anscheinend soll die Baustelle und Umleitung im Februar schon sein. Tja, sieht ja hier nicht so aus. He? Nicht, ausser der Tafel vorne.
oder einem Schild, wo etwas drauf gestanden ist, ist nichts zu erkennen. Doch, ein paar Linien habe ich hinten am Boden gesehen. Ich hatte irgendeinen Grund, dass sie verspätet haben, müssen anfangen. Jetzt bin ich mit der Umleitung umfahren, quasi. Beziehungsweise ich bin wieder da, wo ich durch müsste. Aber, ja, will ich mit dem sagen? Nein, mit Sicherheit, Alpertepp, die kostet nicht viel. Ist eigentlich auch kostenlos, ausser man will noch mehr mit der App machen, dann zahlt man etwas. Es ist immer gut, wenn man sie hat. Heute, wo man so modern alles fast mit dem Smartphone machen kann, ist das natürlich ein Vorteil, wenn man weiss, wo man ist und wo man durch muss. Vor allem, wenn man sich nicht auskennt. Eine ziemlich lange Gerade, he? Wir hier gerade am Fahren. Dann vielleicht das Bächle. Ich bin jetzt hier auf die Seite, wo es Schatten gibt. Und auf der anderen Seite oben die Tafel, die uns jetzt von dem Bächle wegführt, weit dort oben. Deswegen mache ich jetzt hier kurz Pause im Schatten und esse hier mein Mittagessen. Ja, ich fliege jetzt hier kurz mit der Drohne offen für euch. Hier seht ihr auch, woher dass ich gekommen bin. Es ist immer schön diesem Bächle entlang gegangen, wo man von oben nicht wirklich sieht, weil es alles im Grünen ist. Und die andere Seite schauen, über die Felder rein. Sieht richtig beeindruckend aus von da oben. Weite Felder. Dann geht es nachher noch später, genau hier rauf, wo wir jetzt, wie gesagt, das Bächle verlassen, das Gewässer, in die Richtung da. Ja, ist zwar mit dem Velomech gewesen, neue Bremse. Eingestellt von der Kette, also vom Schalten. Aber Luft hat und kein Treibpunkt, habe ich doch etwas zu wenig drin. Wie ihr hört, warm, es zieht gerade eine Hauptstrasse entlang, es ist ein bisschen lärmig da. Dort hat es gerade noch eine Wandertafel in der Nähe. Etziken. Wollen wir jetzt hier durch das Dörfchen durchfahren, wo ich schnell pumpt habe, in diesem Fall. Und hier sieht es schon aus, als wenn es in den Berg abgeht. Lange hat es gehalten. He? Und es geht gerade wieder auf der anderen Seite rauf. So ist es in der Schweiz. Ein Auf und ein Ab. Ja, warum auch immer. Irgendwie bin ich auf dem falschen Weg. Wo ich die Tafel übersehen habe. Jetzt geht es wieder runter, als ich hoch bin. Also, ich halte fest, ich bin jetzt zurückgefahren. Von hier kommt man her. Da denkt man an, Restaurant offen, fährt geradeaus weiter, schaut auf den Fußgängerstreifen, fährt weiter und fährt weiter. Und habt ihr die Tafel gesehen? So, jetzt bin ich extra noch näher ran. Irgendeine sieht man sie dann das hier, aber das kannst du auch nicht sehen, wenn du geradeaus kommst. Und zum rechts abbiegen, ist sie ja hinter den Hecken, die sieht man erst recht nicht. Also ich meine ja, von dieser Seite sieht man sie schon, aber in die Richtung komme ich nicht.
und in die ist sie eigentlich auch nicht offiziell beschrieben. Interessant, jetzt bin ich von da unten gekommen. Die Tafeln hier haben sie so gerichtet, dass ich tatsächlich hier durch muss. Und hier ist auch tatsächlich eine Umleitung signalisiert. Aber eigentlich geht es gemäss App hier durch, also in die Gegenrichtung, als jetzt die Umleitung ist, weil auf der App ist nämlich keine Umleitung. Jetzt haben wir hier gerade das Gegenteil zu vorher. Tja, wo ist die Sackgasse? Machen wir das und gehen hier diesmal durch, wenn dann Umleitung signalisiert ist. Weit ist es nicht, das müssen wir nur irgendwie hier kurz umfahren. Jawohl, diesmal richtig gerechtfertigt. Hier ist gerade eine Tafel, wo ich dran vorbeifahre, also ich bin jetzt von hier gekommen. Das gibt anscheinend einen Neubau für eine Schulraumerweiterung Agi. Also die tun hier irgendwie ein Schulhaus erweiternd ausbauen. Und wenn man hier ein Stück weit in die Kinder fährt und schaut, dann sieht man hier nochmal eine Kirche. Ja, sieht auch nicht schlecht aus, die Kirche. Schaut sie mal an. Das hier, jawohl, eignet sich auch zum Pause machen. Hier hat es ein Sitzbänkchen. Vorne dran Wasser mit Fisch drin zum Beobachten. Und auf der anderen Seite dort habt ihr noch einen Laden zum Einkaufen. Wunderbar. Jetzt sind wir ein Stück weiter und auch schon fast am Ende der Etappe. Dort auf dem Schild steht noch drauf, 4 Kilometer. Das Schild befindet sich direkt, wo hinter mir eine Wandertafel ist. Und auf dieser Wandertafel steht drauf Burg Agi. Das heisst, ihr seht jetzt hier, wenn ich mit der Drohne euch das zeigen will, dass es hier einen See gibt. Genauso auf der Tafel habt ihr ein Schild, wo drauf steht Burg Agi See, wo man schwimmen darf. Dann gibt es noch ein Restaurant dort unten. Jawohl, also wer hier nicht mehr weiter will, kann dort unten noch kurz baden. Und dann geht es nachher in dieser Richtung weiter, der Strasse entlang und dann irgendwo, vielleicht da vorne rechts, wahrscheinlich schon, mal schauen. Wie es aussieht, geht es jetzt auch mal ein bisschen in einen schönen Waldweg rein. Das finde ich natürlich ganz toll. Bisher haben wir eigentlich mehr für befestigte Strasse gehabt. Ich muss mich gar nicht erinnern, dass ich so einen Untergrund hatte. Sonst hätte ich das wahrscheinlich schon erwähnt. Weil ich euch auch einmal möchte zeigen und mitteilen, mit was wir Untergrund zu rechnen haben. Jawohl, lange ist es nicht durch den Wald. Interessant finde ich hier echt zu zeigen. Anscheinend hat hier ein Privater ein Postauto in seinem Garten, beziehungsweise in der Strasse von seinem Vorgarten. Ja, jo, wie erwähnt, nicht mehr lang geht's. Muss ich hier links eine Tafel gesagt haben? Okay. Komisch, kommt mir komisch vor, das muss ich. muss ich das nachschauen? Nein. Auf der Rückseite schaue, die Tafel zeigt nach rechts. Nein, man ist schon hier durch, das ist schon richtig. He? Wenn man oben runterkommt, fährt man einfach hier anscheinend auf dem Trottoir, wo die Leute laufen. Das sind noch mal ganz spannende 4 Kilometer. Nur kurz auf der Strasse. Dann fahren wir wieder an einer grossen Linde vorbei. Kann man je nachdem wahrscheinlich auch ein bisschen in Schatten liegen, wie ich sehe. Es scheint aber irgendetwas privat zu sein, aber wahrscheinlich in der Wiese. Reklamiert keinen unter dem Baum. Da ist ja nur so ein Schützenhäuschen oder irgendetwas. Stimmt, ja, weiter hinten sehe ich etwas. Das ist ein Schützenhäuschen. Jetzt sind die Einscheiben weiter hinten.
Ja, da hat es überall einen Haufen schöne Häuschen, landwirtschaftliche Betriebe. Oh, da muss ich rechts. Und ach, da fahren wir gerade wieder über das Gewässer drüber. Jawohl, liebe Velofreunde, die Velo fahren und Filme schauen vom Velofahren. Da vorne links ist bereits schon das Ortsschild Herzogenbuchsee. Hier zeigt die Tafel wieder nach links. Herzogenbuchsee, 1 Kilometer. Also wären wir demnächst am Ende. Oha! Bahnhof Herzogenbuchsee empfängt uns mit Baustelle. So, da waren wir am Ziel. Hier hinten ist der Bahnhof Herzogenbuchsee. Wandtafel gibt es dort auch. Genau, so heisst sie. Bedeutet, he, Etappe fertig. Ich hoffe, es war für euch auch interessant gewesen. Auch für die, die nicht Velo fahren, sehen auch etwas von der Gegend. Danke, dass ihr dabei gewesen seid und bis zum nächsten Mal.